entschuldige das Ganze. So, zum Rennwochenende. Dann gehen wir da einfach mal hin. Jetzt ein Boxsack, ne? Das wäre das Richtige. Haben wir aber nicht. Ich hoffe, das Rennen läuft zu meiner Zufriedenheit. Komm schon, da kein Frosch. Da sind wir schon. Ich frage mich, wann wir mal einen neuen Teamkollegen benutzen, hätte ich fast gesagt, uns holen können. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen vielleicht. Haben wir irgendwas aktiv? Ja, nur zwei Sachen. Oh, wir sind tatsächlich im ganz schlecht im Vergleich. Wir sind sogar letzter jetzt. Was ist denn da passiert? Wir haben ein bisschen was abgeschlossen, aber anscheinend noch nicht genug. Ich muss wahrscheinlich eine Stufe ausbauen. Ja, sonst können wir uns hier fast nichts mehr kaufen. Oder holen, eher gesagt. Kaufen, weiß ich nicht. Hier ist ja schon alles fertig. Da brauchen wir Stufe 2. Das ist im Gang, nicht verfügbar. Die Hubdämpfer können wir uns noch geben. So, da haben wir Gott sei Dank mal so ein bisschen IRS-Sachen. Dann nehmen wir das auch noch mit. Einfach nur, weil wir es können. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Und da haben wir besseres Material. Aber die sind ausnahmsweise mal ausgelastet. Was haben wir denn so erreicht? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Muss ich nochmal gucken hier. Oh, ein schönes DNF haben wir erreicht. Ja, das waren die Reifen, glaube ich, ne? Wir müssen mal wieder ein bisschen was leisten, glaube ich, weil sonst kriegen wir hier gar nichts mehr hin. Anscheinend. Ups. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Auch ich mache mir Sorgen. Hol noch nicht alles aus dem Auto. Ich mache mir große Sorgen hier. So. Ein paar entspannte Runden. Fahren wir mal ein paar entspannte Runden. Warum hält eigentlich das Ding hier nicht mehr? Das ist auch so mal eine Frage. Vielleicht muss ich da mal was nachziehen. Entschuldigung, so. Jetzt. Und los geht's. In Belgien. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Verstanden, geht in Ordnung. So, erstmal wieder an den Wagen gewöhnen. Ist ja immer ein bisschen was anderes. Genau. Mal schöne Drehung machen. Für die Fans. Ja. Ich habe auch wieder kein Dings. Kein Setup gemacht. Ich Trottelgesicht. Ich hoffe, wir schaffen trotzdem das Trainingsprogramm. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal reinzufahren und wieder raus.
So, Freunde. Konzentrieren wir uns mal jetzt auf das, was hier passiert. Mit der Bremse passiert. Bisschen weit rausgekommen, aber ich glaube, für eine gute Zeit wird es trotzdem reichen. Curbs hier aufpassen, die sind gefährlich. Okay, anscheinend sind wir viel zu schnell, obwohl wir noch kein Setup haben. Was ja potenziell jetzt nicht schlecht ist, ne? Ja, das mit der Ideallinie, das werde ich wohl nicht hinbekommen, aber naja. Ist auch egal. Wir können ja noch im schnellen Training das machen. Hier in Belgien weiß ich auch nicht, wie ich die Strategie machen soll. Aber vielleicht fahren wir auch nochmal auf roten raus, dann mit Setup. Gucken, wie lange die halten. Vielleicht auch nicht. Ist ja eh nicht so wichtig. Ich glaube, das kriegen wir alles auch so hin. Ich darf das Setup halt nur nicht vergessen. Das wäre schlecht. Sehr schlecht sogar. Ich würde mal gern wissen, wie die anderen fahren. Schön, wenn die mal eine Runde machen würden. So als Vergleich, wo wir liegen.
hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 47,6. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,46,2. Okay, wir sind schneller als Ocon. Können wir theoretisch ein gutes Qualifying fahren? Wenn das so von den kräftemäßig Verhältnissen, wie man das auch immer nennen möchte, so bleibt. Ich gehe aber davon aus, guck mal, dass unsere Reifen absolut nicht lange halten. Und ich glaube auch, der rote wäre hier nur eine Alternative für höchstens 4 Runden. Als Startreifen vielleicht auch. Und das Getriebe ist jetzt noch kaputter. Das ist aber auch eine lange Runde, ne? Fast 2 Minuten. Guck mal, da ist der erste schon schneller. Auf gelben. Gänge gehen nicht mehr. Aber ich will die Runde noch eben zu Ende fahren. Oder auch nicht, okay. Wenn die Gänge versagen, dann tun wir das nicht, dann bleiben wir. Dann bleiben wir in der Box. Reicht auch für das Training. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Das wäre wieder so ein potenzieller 11. Platz, der nicht schlecht wäre. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr? Ich glaube, die waren schlecht drauf. Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Danke für den Kommentar. Gut, dann zum schnellen Training jetzt. Einfach mal. Habe ich das noch geschafft? Tatsächlich habe ich das mit der Ideallinie noch geschafft. Ich mache die jetzt einfach nacheinander hier. Jetzt soll der Geiz. Oh, hat alles geklappt. Ist doch wunderbar. Dann noch das hinterher. Wundervoll, so die restliche Zeit passt natürlich nicht, aber wir haben ja noch ein Training. So ist es nicht. Und das werden wir natürlich auch nutzen, selbstverständlicherweise. Los geht's, bitte Training 3. Vielleicht auch mal ohne Licht, dann leuchte ich auch nicht so. Gut, nächstes Training. Jetzt schnell eben. Zack. Und zack. Tja, da haben wir es schon geschafft.
So lobe ich mir das. Schön alles hinkriegen. Bisschen Kopfschmerzen noch. Also die zweite Impfung ist auf jeden Fall ein bisschen heftiger als die erste. Zumindest bei mir. Weil bei der ersten hatte ich eigentlich gar nicht wirklich was. Nur bei der zweiten jetzt. Da ging es mir jetzt nicht so gut die Tage. So, Freunde, dann können wir jetzt schon zum Qualifying.